Nachdenkseiten. Die kritische Website. Der Kanzler lügt. Der hilflose Versuch des Regierungssprechers, Wagenknecht-Vorwurf zu entkräften. Ein Bericht von Florian Barweg von der Bundespressekonferenz. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte bei seiner Sommerpressekonferenz erklärt, Russland sei es gewesen, das einseitig aus den zentralen Rüstungskontrollverträgen ausgestiegen sei. Daraufhin habe ihm die BSW-Vorsitzende Sarah Wagenknecht vorgeworfen, er würde lügen. Denn in der Realität, so Wagenknecht, seien es nachweislich die USA gewesen, die einseitig die wichtigsten Abkommen wie ABM, INF und Open Skies Vertrag aufgekündigt hätten. Da dazu bisher kein Widerspruch oder Dementi aus dem Kanzleramt kam, wollten die Nachdenkseiten wissen, ob dies ein stillschweigendes Eingeständnis darstelle, dass der Kanzler die Unwahrheit gesagt habe. Die Antwort des Regierungssprechers geriet zu einem wohl unfreiwilligen Offenbarungseid. Wir alle, ich glaube, das kann ich für die NATO insgesamt sagen, für Deutschland, auch für alle in der SPD, bedauern sehr, dass Russland sich so intensiv, so massiv über all die Rüstungskontrollvereinbarungen der letzten Jahrzehnte hinweggesetzt hat und aus der Politik der Rüstungskontrolle ausgestiegen ist. Moment mal, stimmt das überhaupt, was der Mann da sagt? Wie war das nochmal genau? Wer ist da wann und wo genau ausgestiegen? Ein Blick zurück zeigt, unser vergesslicher Kanzler, mit dessen Gedächtnis ja einiges im Argen zu sein scheint, lügt. BSW-Vorsitzende Sarah Wagenknecht hat dem Kanzler Lügen vorgeworfen, als ich hier bei der Sommerpressekonferenz in der BPK erklärt habe, Russland sei einseitig aus den zentralen Rüstungskontrollverträgen ausgestiegen. Tatsächlich seien es die USA gewesen, so Wagenknecht, die aus dem ABM, INF und Open Sky Vertrag ausgetreten sind. Da es dazu bisher kein Dementi oder Widerspruch gab, wollte ich fragen, ob man davon ausgehen kann, dass dies sozusagen ein stillschweigendes Eingeständnis des Kanzleramtes ist, dass der Kanzler in dem konkreten Fall die Unwahrheit gesagt hat. Herr Warweg, wenn ich jetzt all das, was Sie in Ihrer Frage so wunderbar verpacken, einfach mal weglasse, sage ich mal ganz grundsätzlich, wenn wir alles dementieren würden, was an Schwachsinn den Tag über gesendet wird auf solchen Kanälen, wie Sie gerade angeführt haben, hätten wir zu viel zu tun, um dann unsere eigene Arbeit könnten wir dann nicht tun. Insofern sollten Sie niemals davon ausgehen, wenn wir dann nicht dementieren, dass es zustimmt. Und ansonsten schlage ich Ihnen vor, in den Geschichtsbüchern nachzugucken. Das ist noch gar nicht so lange her. Es gibt das Internet. Und dann können Sie sich selber schlau machen. Ja, Frage. Gut, jetzt hat der Frau Wagenknecht, die meines Wissens kein Kanal ist, sondern eine Politikerin, dargelegt, dass die USA aus den erwähnten Verträgen ausgeschieden sind. Da würde mich interessieren, da haben Sie eine andere Meinung. Da würde mich dann interessieren, Herr Hebestreit, kurz ausreden lassen, dann dürfen Sie auch antworten. Die Frage ginge dann an Sie und das AA, ob welcher Staat denn aus Sicht des Auswärtigen Amtes und des Kanzlers den ABM, INF und Open Sky Vertrag einseitig aufgekündigt hat. Herr Warweg, wir sind ja nicht hier in einer Geschichtsstunde und ich habe gerade darauf verwiesen, dass Sie sich selber schlau machen können. Sie sind ja Journalist, dann können Sie das ja selber recherchieren. Und Sie haben die Worte des Bundeskanzlers gehört und ich habe auf das Internet und die Geschichte verwiesen. Und dann machen Sie sich selber schlau, statt hier Dinge zu verbreiten, die hier nicht hingehören. Und wenn ich vielleicht nur ergänzen darf, weil Ihre Frage ja suggeriert, dass sozusagen das Fehlverhalten auf unserer Seite läge, vielleicht noch mal einmal klargestellt, Russland rüstet seit Jahren auf, hat den INF-Vertrag gebrochen und führt einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg in Europa. Ausnahmsweise? Ja, zumindest eine Antwort auf eine relativ einfache Frage würde ich schon ganz gerne. Wer hat aus Sicht der Bundesregierung den ABM, INF und Open Sky Vertrag einseitig aufgekündigt? USA oder Russland? Ich überlege jetzt, wie ich möglichst freundlich nochmal versuche, auf Sie zu antworten. Und deshalb verweise ich auf die Worte des Sprechers des Auswärtigen Amtes, der Ihnen einen Hinweis gibt, wer den Vertrag gebrochen hat. Und durch den Bruch eines Vertrages
ist das eine Kündigung. Wenn wir beide miteinander vereinbaren etwas und ich mich an die Vereinbarung nicht halte, habe ich damit den Vertrag nicht eingehalten, sondern gebrochen. So ist das. Faktencheck. Kanzlersprecher Hebestreit weiß sehr wohl, wieso er der Frage, wer den ABM INF und Open Skies Vertrag aufgekündigt hat, auch nach mehrmaligem Nachfragen ausweicht, denn die Faktenlage ist eindeutig. Erste Aufkündigung. Es waren nachweislich die USA unter George W. Bush, die im Dezember 2001 den Vertrag über die Begrenzung von antiballistischen Raketenabwehrsystemen, den Anti-Ballistic Missiles Treaty, kurz ABM, aufkündigten. Zum Wohle des Friedens müsse Washington sich über den ABM-Vertrag hinwegsetzen, der in einer anderen Ära für einen anderen Feind geschrieben worden sei, erklärte Bush damals und führte dann in seiner Begründung weiter aus. Wir müssen Amerika und unsere Freunde gegen alle Formen des Terrors schützen, einschließlich des Terrorismus, der mit einer Rakete ankommen könnte, Zitat Ende Bush. Zweite Aufkündigung. Weiter ging es im Februar 2019 mit der ebenfalls nachweislich einseitig von den USA vorgenommenen Aufkündigung des Mittelstrecken-Nuklear-Streitkräftevertrages, dem Intermediate Range Nuclear Forces Treaty, kurz INF. Das Abkommen war 1987 zwischen den USA und der Sowjetunion unterzeichnet worden und verbot landgestützte Raketen sowie Marschflugkörper mit einer Reichweite zwischen 500 und 5500 Kilometern, die Atomsprengköpfe tragen können. Besonders für Europa galt der INF-Vertrag als eine der zentralsten Sicherheitsgarantien, um nicht zum Schauplatz eines nuklearen Schlagabtausches zu werden. Im Gegensatz zur Darstellung von Hebestreit ist die Darlegung, dass Russland diesen Vertrag zuvor gebrochen hat, mitnichten so eindeutig. Beide Seiten warfen sich gegenseitig vor, den Vertrag mit der Entwicklung von landgestützten Marschflugkörpern gebrochen zu haben. Russland mit der Entwicklung des Marschflugkörpers 9M729. Der NATO-Codename lautet SSC-8 Screwdriver für das nuklearbestückbare Trägersystem Iskander-K. Und die USA mit der dualen Verwendungsmöglichkeit der Abschussvorrichtungen MK-41, von denen, so der russische Vorwurf, jederzeit Marschflugkörper mit nuklearem Gefechtskopf abgefeuert werden könnten. Diese Anlagen waren bereits beispielsweise ab 2016 auf dem rumänischen NATO-Militärflugplatz der Veselu stationiert worden. Zudem hatte Russland mehrmals erklärt, dass Washington den Vorschlag, über technische Konsultationen das Problem zu lösen, abgelehnt hatte. Dritte Aufkündigung. Mai 2021 hatten die USA dann erneut einseitig das dritte Abkommen zur Rüstungskontrolle aufgekündigt, den sogenannten Open Skies Vertrag. Dazu schrieb die Zeit im Juni 2021. Die US-Regierung hatte Russland Ende Mai darüber informiert, zu dem Abkommen nicht zurückkehren zu wollen. Damit soll das Thema nach russischen Angaben auch beim Gipfeltreffen Putins mit US-Präsident Joe Biden am 16. Juni in Genf keine Rolle spielen. Russland hatte sich immer wieder für eine Rettung des Abkommens ausgesprochen. Zitat Ende. Fazit: Der Kanzler hat nachweislich die Unwahrheit gesagt. Es bleibt festzuhalten, von den vier zentralen Rüstungskontrollverträgen zwischen den USA und Russland hat Washington proaktiv drei einseitig aufgekündigt. Lediglich der letzte verbliebene, der Vertrag zur Verringerung strategischer Waffen, das steht für Strategic Arms Reduction Treaty, wurde im Februar 2023 durch den russischen Präsidenten Wladimir Putin ausgesetzt. 75% der Aufkündigungen der Rüstungskontrollverträge gehen auf das Konto des deutschen NATO-Partners USA. Wenn der Kanzler vor diesem Hintergrund öffentlich in der Bundespressekonferenz erklärt, ich bedauere sehr, dass Russland sich so massiv über all die Rüstungskontrollvereinbarungen der letzten Jahrzehnte hinweggesetzt hat und aus der Politik der Rüstungskontrolle ausgestiegen ist, dann ist dies nachweislich in dieser Form und Darstellung falsch. Da man davon ausgehen sollte, dass der Kanzler weiß, wer den ABM, INF und Open Skies Vertrag in Wirklichkeit zuerst aufgekündigt hat, ist eine unwissentliche Falschdarstellung mit großer Sicherheit auszuschließen.
Das heißt im Umkehrschluss, der Kanzler hat in der Bundespressekonferenz am 24. Juli tatsächlich, wie von Wagenknecht kritisiert, gelogen. Und kein einziger der anwesenden Journalisten, der Autor dieser Zeilen war zu dem Zeitpunkt leider schon im Urlaub, hatte der damaligen Falschdarstellung von Olaf Scholz widersprochen. Im Schrifttext finden Sie an dieser Stelle den Auszug aus dem Wortprotokoll der Regierungspressekonferenz vom 11. September 2024. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.